Europa ist nervös und in Russland fühlt man sich getrieben. Warum und weshalb? Alle Details gibt's hier bei Warum Punkt Kritisch. Herzlich willkommen, hier ist wieder Lil von Warum Punkt Kritisch. Ja, in Europa ist man seit dem vergangenen Samstag ziemlich nervös. Warum? Viele EU-Politiker und auch EU-Abgeordnete sind der Meinung, die Slowakei habe falsch gewählt. Was ist geschehen? Was gibt es für Ergebnisse? Nun, ihr habt es möglicherweise schon mitbekommen bei der einen oder anderen Headline. In der Slowakei konnte der ehemalige Ministerpräsident Robert Fico und seine Partei Smer SSD die meisten Stimmen für sich gewinnen. Und es sieht so aus, dass er demnächst die Regierung stellen könnte. Warum aber finden viele Europäer, dass das eine falsche Wahl gewesen sei? Tja, Robert Fico gilt für viele innerhalb der westlichen europäischen Länder als sogenanntes trojanisches Pferd. Und man ist der Meinung, er und seine Partei seien letztendlich pro-russisch und er würde dementsprechend auch eine pro-russische Politik betreiben. Robert Fico ist insofern nicht ganz unumstritten, denn im Jahr 2018 berichtete der Journalist Jan Kuciak, dass die damalige Regierung, also auch Robert Fico, mit der Mafia in irgendeiner Weise negativ verbunden sei. Kurz darauf wurde er ermordet und die Regierung musste zurücktreten. Warum aber hat nun abermals Robert Fico die Wahl für sich entscheiden können? Dafür gibt es möglicherweise mehrere Gründe. Das Volk in der Slowakei glaubt ihm, dass er eine Politik betreibe, die pro-Slowakei sei und nicht unbedingt pro-russisch. Er hält darüber hinaus die Sanktionen gegen Russland nicht für zielführend, denn er sagt, diese Sanktionen schaden nicht Russland, aber unserem eigenen Volk. Und darin stimmen wohl die meisten mit ihm überein, zumindest in der Slowakei. Und er ist auch gegen weitere Waffenlieferung an die Ukraine. Er sagt, natürlich bekommen sie weiterhin humanitäre Hilfe von uns, aber eben keine Waffen. Und viele in der Slowakei wünschen sich wohl auch endlich Frieden. Was auch bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, ist die Tatsache, dass Fico tatsächlich der Meinung ist, die Ukraine könne durchaus der EU beitreten, aber bitteschön nicht in die NATO. Denn es sei schließlich ein direkter Nachbar und deshalb wünschen sie das nicht. Wie bereits erwähnt, gab es tatsächlich sehr viele kritische Stimmen über dieses Wahlergebnis. Aber einer, der findet es richtig gut. Ihr könnt mal raten, wer es ist. Es ist natürlich der Chef von Ungarn, Viktor Orbán. Er sagte als erste Reaktion auf das Ergebnis von Samstag, ich zitiere, es ist immer gut, mit einem Patrioten zusammenzuarbeiten. Er hält also Fico tatsächlich für einen Patrioten. Und ich freue mich auf diese Zusammenarbeit. Ganz anders verschiedene EU-Abgeordnete. Hören wir mal, was die EU-Abgeordnete für Justiz, das ist Vera Jourova, sagt. Es war eine zweitplatzierte, progressive Slowakei, die mit einem beispiellosen Desinformationsmassaker konfrontiert wurde und sie machte eine Informationsflut der extremen Rechten und Putin-Freunden auf Social Media für den Sieg von Fico verantwortlich. Desinformationsmassaker, dieses Wort habe ich auch noch nicht gehört. Und ihr was Neues dazugelernt. Und die französische EU-Abgeordnete Nathalie Loiseau war der Meinung, ich zitiere, es besteht ein Risiko für dieses Land, also für die Slowakei, aber auch für andere Länder, in pro-russische Narrative zu verfallen. Naja, und wie ihr ja wisst, haben sich ja nun die EU-Außenminister in Kiew versammelt. Ob das nun kurzfristig passiert ist, weiß man nicht genau. Und ob da in irgendeiner Weise das Wahlergebnis der Slowakei dazu geführt hat, keine Ahnung. Aber nach ersten Informationen haben die EU-Außenminister sich aus dem Grund in Kiew getroffen, um Kiew ihre eindeutige und klare Unterstützung
zuzusichern. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, weil noch nicht genau klar ist, in welchen Größenordnungen die USA die Ukraine weiterhin unterstützen kann. Denn ihr wisst, auch da wackelt es ja mal wieder mit dem Haushaltsetat und die Gelder scheinen in den USA mal wieder ein bisschen knapp zu werden. Wir gehen jetzt mal nach Russland und gehen mal in den Telegram-Kanal von dem Ex-Präsidenten Dmitri Medvedev. Denn er äußerte sich, adressiert an Scholz, aber vor allen Dingen an Madame Strack-Zimmermann. Und er schrieb auf Telegram Folgendes. Sie, damit meinte er natürlich Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Sie sagen, die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern stehen im Einklang mit dem Völkerrecht und es stünde auch im Einklang damit, dass die Ukraine möglicherweise ihre Taurus-Marschflugkörper auf unser Territorium abschieße. Nun, dann sage ich Ihnen, dann steht es ja wohl auch im Einklang mit dem Völkerrecht, wenn wir die deutschen Fabriken, in denen diese Raketen hergestellt werden, ebenfalls angreifen. Und er legte noch einen drauf und sagte dann, Russland wird in den Dritten Weltkrieg getrieben. Tja, das ist schon richtig krass. Und ich frage mich wirklich, wie lange wollen wir noch das hinnehmen, dass europäische Politiker nicht bereit sind, endlich Gespräch mit Russland aufzunehmen? Ich denke, dass die Gefahr eines Dritten Weltkriegs durchaus real ist. Und es ist, glaube ich, in meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass endlich fähige, wirklich fähige Außenminister und Diplomaten auf die Bühne hier mal auftreten und sagen, okay, es hat keinen Zweck, wir müssen mit dem Russen reden. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung, wünsche euch trotzdem noch einen wunderschönen Tag und sag mal bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lynn.